Wir haben 17 komplett verrückte Spiele gemacht. Ah! Was zum Fick? Ich schieße. Was ist denn mit der? What the fuck? Ist das ein Käse? Sir, entschuldigen Sie, warten Sie doch mal. Sie haben keine Hose an. Die Y Game Jam ist meine erste eine Game Jam. Alle Teilnehmer hatten einen Monat Zeit, ein Spiel zum Thema What the fuck zu machen. Und die Gewinner bekommen den heiß begehrten und weltersten Y Game Pokal, den ich mit größter Sorgfalt und Mühe selbst erstellt habe. Jetzt zeige ich euch aber erstmal die 17 fantastischen Spiele, die meine Community gemacht hat und stelle euch natürlich auch die Gewinner vor. In Dark Castle musst du unsichtbare Schlüssel finden. Menü ist on point. Alles Wichtige ist da. Also, Level 1. Okay, find the key to escape. Dabei darfst du dann auch gerne mal Parcours bewältigen. Ich habe noch keine Ente gesehen. Ich bin enttäuscht. Was? Okay. Oh! Was? Die Ente hat mich getötet. Wo kommt die her? Ja. Muss ich darüber springen? Kann ich die reiten? Nee. Okay. Oh. Was? Stopp. Ente, was ist los mit dir? Ente, nein. Was ist denn mit der? Und am Ende wartet natürlich der Entenboss. So, jetzt kommt der Entenboss. Oh Gott. Hilfe? Komm, ich komme hier nicht hoch. Nein. Ah, da war. Sein. Nein! Okay. Nein, jetzt sind wir schon down. Aber die hat noch so viele Leben. Okay, das ist kein einfacher Bosskampf. Ich glaube, wir müssen ein bisschen. Was passiert hier jetzt eigentlich? Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen konzentrieren, wenn wir den Entenboss besiegen wollen. Let's go! Let's go! Los! Los! Wieso kriegst du kein Damage? Danke! Boss ist down! In dem kleinen Horrorspiel Broken Barn wollen wir in die Scheune. Draußen ist nämlich ein bisschen komisch. Stall. Mit nicht so kürzten Tieren. Was seid ihr? Junge! Ich bin schon wieder gestorben. Nix. Hier? Keine. Okay, einsame Geräusche. Zwischen den Kisten war ein Brecheisen. Lass uns rein. Wir sind drin. Und wir fliegen. Wir fliegen. Okay. Wir sind auf der Scheune. Das ist auch gut. Ah, jetzt sind wir wieder draußen. Schade. Aber wenn wir durch die Tür gehen, finden wir ziemlich abgefuckte Dinge und wollen wieder raus. Ich muss etwas finden, um rauszukommen. Aber zuerst muss ich denjenigen finden, der geschrien hat. Okay. Okay. Die Scheune sieht jetzt irgendwie ganz anders aus, als sie aussah, als ich von oben reingekommen bin. Spannend. Was sammeln die hier? Ein Feuer. Okay. Wild. Junge. Ah, die haben einen Sarg beschworen. Ich glaube, er hat geschrien. Okay. Was ist das hier? Ich muss hier raus, schnell. Oh Gott. Gehen wir mal lieber in den Lampenwald. Das ist geil. Also, das ist die Art von What the fuck, die ich mir vorgestellt habe. Oh, guck mal. Irgendwas hinter mir? Ich habe Angst. Oh Gott. Run. Run. Nein. Hallo. In Yanniks Abenteuer spielt man den heldenhaften Protagonisten Yannick. So, wir können springen. Ich habe doch noch gar nicht den goldenen Play-Button. Aber ich bin ganz schön dick anscheinend. Was ist da los? Wo kann man hochspringen? Wuhu! So, das ist mein Haus. Ist okay. Kann ich mitleben. So, wir laufen mal weiter. Y Game Studio in Hawaii. Ah, lol! Ich habe ein Büro, das wusste ich gar nicht. Und plötzlich wird alles sehr weiß. Oh, jetzt haben wir ein Schwert. Wie benutzen wir das? Achso, jetzt können wir wieder WASD benutzen. Hä? Wieso haben wir hier schon wieder eine Ente? Und dann steht die Welt auf dem Kopf. Weiß auch nicht, was da los war. Und jetzt ist die Welt andersrum. Okay.
Aber zum Glück ist ein Boden am Himmel. Man kennt's. What the Fuck Story ist ein Game, in dem ihr als Kühlschrank die Ordnung im Kühlschrank wiederherstellen müsst. Alles selber modelliert. Sehr strong. Dabei interagiert ihr mit verschiedenen Kühlschrankbewohnern und müsst zum Beispiel verhindern, dass die Eier eine Revolution starten. Eier, was treibt ihr da? Wenn ihr fallt, ist es vorbei mit euch. Okay. Lasst die Eier tun, was sie wollen. Ich finde, Eier sollte man freilassen. Das ist wichtig. Eier sollten immer rumrollen. Endlich! Freiheit und Selbstbestimmung. Kein Diktat der Kälte mehr. Chillt mal. Junge, was ist denn mit den Eiern los? In Lonely Woods laufen wir rum und dann geht's ab in die Rocket. Was hier genau passiert, kann ich euch aber auch nicht sagen. Passieren? Interessante Laufanimation auf jeden Fall. Vom Programmieren lernen. YouTube-Tutorials zum Beispiel. Oh Gott, was kommt da? Ich darf hier nicht anhalten. Das war ein Fehler. YouTube-Tutorials zum Beispiel. So, jetzt wird's auf einmal ein Autospiel. Hä? Achso. Hä? Und jetzt ist es W und S? Leute, eure Steuerung, die muss einheitlich sein. Entweder nur die Pfeiltasten oder entweder WASD oder am besten beides. Aber ein Wechsel ist immer sehr verwirrend. Es soll ja What the Fuck sein. Ja, What the Fuck. Creepy Shoot ist ein Top-Down-Shooter, in dem man Zombies abschießt. Und Matthias sagt, für 3 Stunden echt brauchbar, aber schade, mit einer Woche hätte er was draus werden können. Ja, das stimmt. Da ist was dran. Oh, es wird vor allen Dingen gerade viel zu viel. Oh, ich kann auch meine Maustaste gedrückt halten. Warum mache ich das denn nicht die ganze Zeit? Project 48 ist ein unglaublich schön gemachtes Horrorspiel. Du musst verschiedene Codes finden und Monstern ausweichen. Zu suchen. Weitere Informationen erhältst du dann. Wiederholung. Erster Code. 1406. 1406 ist der Code. Okay. 1406. Ah, jetzt habe ich den Code vergessen. Was haben wir gesagt? 1406. Green. Verstecken, okay. Auch mit E. Ah, guck mal, ein Lüftungsrohr. ich bin gerade aufgestanden. Das war spannend. Ach, das ist auch geil, dass das Ding hier so wegfliegt. Ist alles ziemlich, ziemlich cool und stimmig. Dabei erlebst du dann crazy Sachen. Wo sind wir denn hier? Boah, Junge! Scheiße, Mann! Definitiv einer meiner Favoriten in dieser Jam. What the fuck? Ist das ein Käse? Wieso ist das ein Käse? Boah, ich habe mich gerade richtig erschrocken. Hört mir auf. Nein. Ich muss in den Tank. Ja, komm schon. Mann, ich werde. Also, wir wissen, hier kommt Käse-Dude. Ah, guck mal, es hat geflackert. Seht ihr? Es hat geflackert. Ich habe das nur irgendwie eben nicht richtig gesehen. Was? Oh, ich habe jetzt Angst. Ich mag das nicht. In Crazy Izzy feuerst du Kackhaufen ab, um ein Ziel zu erreichen. Und das ist... erstaunlich schwer. Hier wird es schwierig. Ach komm. Warum ist das denn so schwer? Schlechter Gamer. Entschuldige mal. Ich bin Profi. By the way, habt ihr das grafisch gesehen, dass die Kacke so wobbelt, wenn die auf dem Boden landet? Das ist ehrlicherweise schon ziemlich cool gemacht. Food Fight ist ein Survival-Spiel, in dem man Süßigkeiten abschießt. Classic. So kennt man das. Oh no. Oh fuck. Wir wurden schon wieder erwischt. Gehen wir mal in den Jahrmarkt. Okay, hier sind wir Zuckerwatte, die... Ist das jetzt scheiße oder sind das Schokostatuen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ah, verdammt. Sind schon wieder down.
sind wir 2009 gelandet mit Smosh und Food Battle. Das habe ich witzigerweise eben auch gedacht. Krass, wer von euch kennt noch Smosh? Liken, wer es kennt. So. Ui. In Surreal Showdown musst du in einer schön gepixelten Welt ein Rätsel lösen und dafür die Hinweise der verschiedenen, echt gut vertonten Einwohner entschlüsseln. Was bleibt mir anderes übrig, als mit ihm zu spielen? So schnell, dass selbst die Zeit mitspielt. Aber ich habe keine Kontrolle mehr. Alles klar. Wie auch immer, es war auf jeden Fall die zweite Taste. Die erste klingt vielmehr nach einem Baum, der tanzt? Dass seine Hufe in der Stille Gras stampft. Oder war es das Pferd, das sich in eine Melodie verwandelt? Ich weiß es auch nicht mehr so. In Hospital Madness versuchst du, aus einem Krankenhaus rauszukommen. Let's go. Was haben wir hier für einen Puls? 34! Junge! 33 Blood Pressure. Ich glaube, wir müssten eigentlich sterben. Das sieht sehr tödlich aus. Naja, egal. Wir sind sehr gechillt und wir haben überhaupt keinen Blutdruck. Aber hey, Bro is dead. Okay. Da war nix. Ah, chilliges Hospital. Der Gang ist einfach zu Ende. Aber guckt euch das hier mal an. Oh, Raufasertapete. Schön. Na gut. Können wir den Mob benutzen? Nee. So, viele Türen. Aber die sind anscheinend abgeschlossen. Die können wir nicht öffnen. Wow. Hello. Sie tragen keine Hose, Sir. Sir, entschuldigen Sie. Warten Sie doch mal. Sie haben keine Hose an. Das geht so nicht. Exhibitionismus ist in diesem Krankenhaus nicht gestattet. Warte doch! Sir! Sir! Leben Sie! Oh, ich bin umgekippt. Das waren Bandagen. Ach so. Ich dachte, das sollen Mullbinden sein. Ja, gut. Ja, ich habe dem zu tief ins Arschloch geguckt und bin tot umgefallen. Man kennt's. Classic. In Lösche sie alle gibt es Enten zu fressen. Warum auch immer. Dieses kleine Wesen und wir können Blumen einsammeln. Kann ich das hier Vollbild machen irgendwie? Nee. Und schon wieder eine Ente. Was ist mit euch los, dass hier alles voll mit Enten ist? Oh Gott. Shit. Ich habe einfach die Ente gefressen. Und dann taucht auch noch diese riesige Trillerpfeife auf. Der Rasenmäherroboter. Nee, eine Pfeife. Trillerpfeife? Okay. Die läuft hier rum. Alles klar. Du cheatest. Nein, ich cheate doch nicht. Du musst cheaten, du bist zu gut. Was? Also, so gut fand ich mich jetzt gar nicht. In the house steuerst du einen wilden Charakter und erkundest das Haus. Es ist übrigens eine sehr interessante Steuerung. Man dreht sich nämlich so mit der Maus, wenn man die so ein bisschen bewegt. Die Animation ist, by the way, ziemlich funny. There must be the keys to upstairs. Ja, blöd. Okay, anscheinend ist es nicht der Schlüssel für hier. Doch, ist es. Okay, wir sind upstairs. Interessante Textur. Oh, da ist irgendwas. Okay. Es ist weg. Also die Beleuchtung und so, also die Stimmung von dem Game an sich gefällt mir eigentlich. Kommen wir jetzt aber zu den drei bestbewertesten Spielen. Ich kann nicht reden. Warum kann ich bestbewertetesten? Boah, warum ist das Wort so schwer? Kommen wir jetzt aber zu den drei bestbewertetesten Spielen dieser Game Jam sowie dem Sieger. Auf Platz 3 ist Goofy Prison. In diesem Spiel musst du versuchen, aus dem Gefängnis auszubrechen. Ja, lass mich hinaus. Morgen, 17 Uhr in der Küche. Okay. Das liegt irgendwo in der deutschen Wüste, weiß auch nicht, wo das ist. Spiel ist aber echt fun. Okay. Erstmal muss ich auf Klo. Na. Geil. Entschuldige, ich wollte dich nicht stören. Es tut mir leid.
Ich hab mich in die falsche. Warum? Das ist dieser Jan. Scheiße. Ah, ungezogen, dieser Janik. Entschuldigung. Wunderschön. Kommt er nicht durch? Wen haben wir denn sonst hier noch so? Interessant, interessant. Menü. Burger 10 Dollar, Fisch 5 Dollar, Pizza 20 und Döner 8,50. Ey, mach mal Döner 3,50. Merkel. So. Ach so. Mit ihm treffen wir uns. Hallo. Bist du der Typ, der mit mir reden wollte? Mr. Fisch. Ja, das bin ich. Okay, du willst hier ausbrechen? Ja. Ja, aber du musst mir etwas besorgen. Ich besorg's dir gleich, nicht das? Ich brauche eine Batterie und zwei Schrauben. Okay. Wow. Zurück! Sonst landen sie wieder in Einzelhaft. Hier darf man nicht herumlaufen. Schade. Finden Sie einen Weg, um die Wache abzulenken. Okay, okay. Kann man... Gibt's die Ente? Meint ihr, die Ente kann uns helfen? Wir können es probieren. Wir können sie mal fragen. Ich könnte die Ente high machen. Sie würde herumlaufen und die Wache hätte dann etwas zu tun. Ja, das ist genial. Was ein Plan. Füttere die Ente. Okay. Ah, guck mal, da ist Futter. Gut. Drücke E, um die legale Schokolade aufzuheben. Ja, ich dachte, das wäre Brokkoli. Naja. Völlig, völlig legal. Völlig legitim. So, hier. Friss. So, die Ente ist high. Was macht sie jetzt? Hat fertig geschissen und läuft durch den Tisch. Classic. Wow, okay. Wenn ihr wissen wollt, wie man dem Gefängnis hinkommt, müsst ihr es selber spielen. Auf Platz 2 ist What the Fuck Card Game. In diesem Kartenspiel könnt ihr zwischen 4 Decks wählen. Also, was wollen wir? Klassische Märchen ab 18 kann süchtig machen. Haustiere mit schwieriger Vergangenheit. Muss die Menschheit vernichten. Oder Tentakel-Aliens. Anschließend gradet ihr euer Deck auf und spielt gegen AI in epischen Battlen. Der Spritzpups, der sollte doch gut sein. Die 7 Raben, die 7 Zwergen oder Alice im Wunderland. Kampfbeginn. So. Das ist doch geklaut. Der Sound ist doch geklaut, den kenne ich doch. Sass. Und die Karten, die man so hat, sind ganz schön crazy. Nicht Rapunzel spielen. Ach nee, wir müssen 2 Runden warten. Dann können wir Aschenputtel platzieren. Die können wir alle noch nicht, weil wir warten müssen. Okay, gut, nächste Runde. Die haben einen Hund. Carry-Modus erhält plus 2 Angriff, wenn Einheit beschädigt ist. Oh je, okay. Nächste Runde. Ach, jetzt wandern. Ah, okay, okay, die Karten wandern nach vorne. Ich verstehe, ich verstehe. Wir brauchen hier gegen den Hund auf jeden Fall irgendwas, was den direkt insta-killt. Sonst geht er in den Karen-Modus. Das heißt, wir packen mal Rapunzel dagegen. Wir haben noch Budget. Können hier noch. Wir packen hier einfach nochmal so eine zweite Aschenputtel rein ins Rennen. Und hier unten auch nochmal eine Aschenputtel. Was soll's? Aschenputtel. Aschenputtel for the win. So, weiter geht's. So. Rapunzel hat den Karen-Hund weggemacht. Junge, der Gegner, der macht hier gar nichts. Aber mit ein bisschen Taktik wirst du auf jeden Fall gewinnen. Das gewinnen wir hier einfach. Sehr schön. Und auf dem ersten Platz und damit Sieger der Y-Game Jam und Gewinner des Pokals ist Yannick in der Hausi. Das ist ein abgefahrener, Doom-mäßiger Shooter. Viel kann ich dazu nicht sagen. Guckt's euch einfach an. Okay. Hallo, mein Name ist Yannick. Und ich bin wirklich verdammt hässlich. Nein! Was eine Unverschämtheit. Ja. Das wirst du bereuen. Das wirst du sowas von bereuen, oh Gott. Bing, bum. Bing, bum. Was zur Fick? Ich schieße. Bing, what the fuck? Bing, ah, nein, ich bin tot. Bing, bum. Bing, wieso schieße ich Herr Anwalt? Bing, bum. Ah! Nein! Bing, bum. Oh, es ist zu schwer. Es ist zu schwer. Verdammt. Yannick ist einfach zu krass. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Hi Leute, ich bin Lukas, aka Mr. Lux. Okay. Also im Vergleich zu Yannick auf jeden Fall hässlich. Bing, bum. Hä, hab ich gewonnen? Boah, Mr. Lux! Mach doch nicht sowas mit mir. Bing, bing, bum. Bing, bum. Was ist denn das für ein Sprunggeräusch? Bing, bum. Alter, also das hier ist auf jeden Fall ein What the Fuck-Spiel, sagen wir mal so. Bing, bum. Ja. Bing, bum.
Mr. Lux, wo bist du? Mach dich fertig. Bing, bum. Bing, bum. Nein. Bing, bum. Bing, bing, bum. Noch 180 Leben. Bing, bum. Yes, we did it. Raum 3. Wahrscheinlich sind wir jetzt... Was ist das denn? Schon wieder. Bing, bum. Bing, bum. Was ist das? Bing, bum. Bing, bum. Bing, bum. Bing, bum. Da. Bing, bum. Yannicks Haustier. Bing, bum. Ach so. Bing, bum. Ah ja. Bing, bum. Wusste ich gar nicht. Oh, der Boss. Yannicks Haustier ist riesig. Hey. Bing, bum. Bing, bum. Bing, bum. Was soll das für ein Sound sein? Ja, you did it. Ach so, stimmt. Das Spiel ist ja auf Deutsch. Zu dem Spiel gibt's sogar einen Devlog. Schaut ihn euch doch gerne mal an. Und jetzt nochmal danke an alle, die mitgemacht haben. Es war echt mega nice, eure Games zu zocken. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ihr seid alle Gewinner, weil ihr ein Spiel gemacht habt. Yes! Und wenn du jetzt auch eins dieser Spiele zocken willst, den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Also bis dann. Haut rein. Bing, bong. Bing, bong.